Es ist ein hochinteressantes Halbfinale im Landespokal der B-Junioren. Der BFC Preußen trifft auf Tennis Borussia Berlin. Es sind zwei Mannschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der BFC Preußen mit Lars Mescher und Bülent Ulutürk mit einer fantastischen Saison. Tabellenplatz 1 in der Landesliga und deswegen schrecken sie auch nicht zurück vor Tennis Borussia Berlin und Andreas Kerwin, die in der Bundesliga agieren, allerdings dort auf einem Abstiegsplatz stehen. Die Gäste in den weißen Trikots mit einem Eckball, der landet bei Kantücüs. Der versucht es athletisch mit einer Fallrückzieher-Einlage, die ein bisschen zu viel zu sein scheint in diesem Moment. Doch der BFC traut sich nach vorne, kein Klassenunterschied zu merken. Kai-Dennis Schmidt mit dem Abschluss. Sie versuchen es sofort, wenn eine Abschlusssituation da ist. Der geht etwas weit am Tor vorbei. Wieder Schmidt mit diesem herrlichen Dribbling hier. Einer der besten beim BFC in der ersten Hälfte. Auffällig. Und dann macht er den Raum frei für seinen Kollegen. Für Philipp Kühn, der die Nerven im Strafraum verliert. Es ist wirklich ein hochklassiges Fußballspiel und auch deswegen wenige Chancen, die wir in der ersten Halbzeit zu sehen bekommen. Dräger fasst sich ein Herz, Maximilian Dräger. Guter Schuss auf das Tor von Timo Habel, geht allerdings doch etwas zu weit drüber. Nach der Pause wird in diesem Spiel das erste Mal merklich, dass ein Bundesligist auf dem Platz steht. Schneller Konter eingeleitet, Ballverlagerung auf rechts, auf Wildemann. Der sofort abspielt und die Schussmöglichkeit für Soare im Zentrum. Ruben Soare, ein bisschen ärgert er sich über diese vergebene Chance. Aslani. Schöner Freistoß, schlecht geklärt. Heimann, über rechts, klasse Abschluss. Chance noch nicht bereinigt. Saiti sieht Kühn in der Mitte. Philipp Kühn, vollkommen frei! Das gibt es doch nicht. Was sie da gerade für Chancen liegen lassen beim BFC Preußen, da träumen sie selbst nicht von. Riesenfehler von Karl Albers, der von seinem Kapitän von Tabulsi erstmal gut gemacht wird und dann noch die zweite Chance. Kühn vollkommen frei und dass er da die Latte trifft, hätte er vermutlich auch nicht gedacht. Andreas Kerwin bringt junge, frische Spieler wie Kubilay Yilmaz. Und er sucht den Abschluss und findet das Lattenkreuz. Kubilay Yilmaz, einer von zwei Einwechslungen, die sofort Elan in diese Partie bringen. Wieder Tennis Borussia. Weiter Ball nach vorne. Koulouris, vollkommen frei, Koulouris. Und Timo Habel, bärenstark. Die Partie verliert in keiner Sekunde an Spannung oder Qualität. Nun steht Schiri Hannemann im Mittelpunkt, weil er hier auf Freistoß für Tennis Borussia pfeift. Das gefällt Lars Mescher nicht, der deswegen auf die Tribüne muss. Vertretbare Entscheidung, da der Trainer diese Pylone, die er gerade aufstellt, umgetreten hat. Der BFC Preußen mit einem Trainer weniger an der Seitenlinie, aber mit einer Riesenchance. Maximilian Somnitz hat 30 Tore für seinen Verein geschossen. Aber verliert hier diese Riesenmöglichkeit vor Ende der Spielzeit. 80 Minuten sind rum. Es wird ein Elfmeterschießen geben, welches das Spiel nun entscheiden wird. Bülent Ulutürk verliert die Käppi vor Aufregung, weil er seine Mannschaft nochmal einheizt. Und ihr sagt, Jungs, ihr habt schon ein paar Elfmeterschießen in dieser Pokalsaison gewonnen. Tennis Borussia Berlin spielt zwar in der Bundesliga, aber da gibt's keine Elfmeterschießen. Ihr habt hier eine Riesenmöglichkeit, Großartiges zu schaffen. Yilmaz gegen Habel. Und er hält ihn! Timo Habel auf dem Weg zum Pokalhelden. Klasse pariert. Der war nicht sehr platziert von Kubilay Yilmaz, aber klasse gemacht vom Keeper. Der nächste Elfmeter. Serhan Aslani. Souverän verwandelt. Albers fliegt in die falsche Ecke. 1:0 für den BFC. Beide Mannschaften haben einmal getroffen. Es folgt der Elfmeter von Tinas gegen Habel. Und noch den hält er. Bärenstark, was Timo Habel heute leistet. Und das ist jetzt ein Riesenvorteil
für den BFC Preußen. Auch der Elfmeter, nicht wirklich gut geschossen. Habel hat den Riecher. Es steht 3:2. Wenn Kapitän Henseler den jetzt reinmacht, sind sie im Finale. Und er macht ihn. Der BFC Preußen gewinnt dieses Halbfinale mit 4:2 im Elfmeterschießen. Was ein Spektakel, was eine Feier, was ein Sieg. Tim Niklas Henseler bleibt ganz cool vor dem Tor. Was ein Elfmeterschießen. Und die bedröppelten Tennis-Borussia-Spieler, sie können es nicht fassen, dass sie dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Das Preußener Trainerteam ist hochzufrieden. Also man muss ja fairerweise sagen, wir sind jetzt in dem Pokal, glaube ich, das dritte oder vierte Mal. Dritte Mal im Elfmeterschießen weitergekommen. Also ich glaube, wir hatten so ein bisschen das schon in dem Sinne gehabt, im Gefühl, dass wir das hier reißen können, wenn wir ins Elfmeterschießen kommen. Ne? Gratulation trotzdem auch an Tennis Borussia, die, glaube ich, auch verdientermaßen ins Halbfinale gekommen sind. Sehr, sehr guter Gegner, wenn man mal denkt, dass das ein Bundesligist ist. Na, also wir hatten ein bisschen Respekt vor dem Gegner, aber natürlich bin ich sehr stolz auf meine ganze Mannschaft, jeder, der dabei war. Wir haben über 80 Minuten alles gegeben und sind dann, finde ich, verdient weitergekommen. Sie haben sich diesen Sieg, diesen Finaleinzug erarbeitet und im Finale kommt er das ganz große Spiel gegen den ersten FC Union Berlin oder Hertha BSC. Ja, ich finde... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.